Dankeschön. 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 Yeah. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich wahnsinnig, heute hier mit DVD dürfen aufzunehmen in der Kulturarena zu Biberist. Wenn es nicht sollte überkommen sein, es ist ein Comedy-Programm und keine Gruppentherapie, gell, oder dann? Also. Bevor ich heute hergekommen bin, bin ich noch neu anlegen. Also bin ich Manor einen neuen Anzug gekauft. Es ist ein relativ günstiger Anzug, mir gefällt noch, ist aber kein günstiger. Ich glaube, dann sagt man, das war ein Schnäppli. Und wenn ihr mal zu Aledon im Manor seid, müsst ihr auch mal einkaufen, ist ein super Service. Ja, die Verkäuferin ist ein bisschen zum Parkhaus hinten nachgesäckelt. Viele Leute fragen mich aber auch immer, Ricky, wieso stehst du auf der Bühne? Der Grund ist, ich bin nicht gerne allein. Es kommt von früher her, als ich mit meiner Mutter schwanger war. Ein bisschen vorher ist es auch hergekommen. Also ich bin mit meinem Vater an Krebskölbe auf Kriegsstätte mit meiner Mutter heim. Dann sind wir zum Frauenarzt. Der Frauenarzt hat gemeint, Frau Sieber, es sind keine Zwillinge. Und ich dachte, super, was machst du die nächsten paar Monate hier drin, allein? Wegen dem stehe ich jetzt auf der Bühne. Und ich bin auch, wenn ich im Zug bin, ich bin immer einer, der nicht allein hockt. Ich gehe immer dort hin, wo es schön eng ist. Also Arschbacken an Arschbacken. Und was auch ganz toll ist, ist immer mitlesen. Wenn jemand eine Zeitung hat, so, kannst du erst zurück, ich bin noch nicht weiter. Und was auch ganz toll ist, ist laut mitlesen. Zum Beispiel, Christoph Blocher wurde abgeblendet. Könnt schauen, wie schnell es geht, dann habt ihr die Zeitung wieder. Also. Und zuletzt bin ich aber im Zug gehockt. Da ist einer so zu mir gekommen, so mit mir anfangen zu reden. Dann hat er gesagt, mein Name ist Müller und deine. Ich habe gesagt, meine nicht. Er hat nachher sein Foto vorgenommen und gesagt, das sind meine 5 Söhne. 21, 18, 13, 9 und 5. Dann haben gesagt, oh, die haben komische Namen. Ja, sowieso. Also, im Zug, das letzte Mal, als ich im Zug habe gesehen, ist einer reingekommen mit 5 Kindern. Also gleich einfach so schön rot und pfeifen entlang kleiner. Sie ist dort angegangen und hat gesagt, Paul, abhocken. Sie haben alle abgehockt. Sie waren ja am Anhalten gesehen, jetzt heisst es, Paul, aufstehen. Alle aufgestanden. Man denkt, zuerst bin ich nicht so gewohnt. Ich dachte, gehen Sie fragen, gesagt, Entschuldigung, mir ist aufgefallen, die gesagt, Paul, abhocken, und es sind alle abgehockt. Dann hat sie gesagt, jawohl, das ist richtig, es heisst noch alle Paul. Und das hat sehr viele Vorteile. Zum Beispiel zu oben, wenn sie sagt, Paul, ab geht zusammenputzen, gehen alle ins Bad. Wenn sie sagt, Paul, ins Bett, gehen alle ins Bett. Dann hat sie gesagt, ja, wie ist denn das, wenn ein Einzelmensch? Er hat gesagt, ja, dann könnt ihr auch mit dem Nachnamen rufen. Der erste Trick, den ich mache, ist einer meiner ersten Tricks, den ich gelernt habe. Mal schauen, ob ich den noch kann. Also ich tue mit dem Sack zu, nachher Hokus Pokus. Hokus Pokus. Hokus Pokus. Okay, wenn wir anders schauen. Machen wir das anders.